Klein, groß, größer, schwillt an und weg, bam, bum, back. Das ist eine Methode, wie das Immunsystem unsere Zellen tötet. Die Frage ist jetzt, habe ich mir das ausgedacht? Was ich euch heute erzähle, ist über das Immunsystem allgemein. Und das Immunsystem, wie ihr wahrscheinlich über die vielen Rundführungen, die ihr hoffentlich hier auf dem Campus genossen habt, mitgekriegt habt, ist, dass das meistens sehr, sehr präzise arbeitet und sehr, sehr delikat. Das heißt, es tötet hier und da die Zellen, die wir nicht wollen. Ich erzähle euch jetzt aber eine Geschichte über eine doch etwas rabiate Methode, wie das Immunsystem Zellen tötet. Wir haben hier das schöne Blut. Das nutzen wir als Autobahn und da sind die ganzen roten Blutkörperchen drin. Aber wenn wir weiter reingucken, haben wir da auch, das ist ein bisschen langsam, haben wir da auch unsere Tumorzellen. Hier auf der linken Seite ein paar infizierte Viruszellen, in Blau ein Parasiten und ein paar Bakterien fliegen. Ich hoffe nicht alle auf einmal, das wäre ein bisschen schlecht und ich hoffe, euer Immunsystem arbeitet besser als das von dem, den ich da gezeichnet habe. Gehen wir mal ein bisschen weiter und ich erkläre euch das anhand jetzt einer infizierten Zelle mit einem Virus. Da haben wir so ein paar Punkte drauf, die sehen nicht so ganz so richtig aus und das erkennt das Immunsystem und zwar ist das das Komplementsystem, das macht keine Komplimente, sondern nur Komplimente. Das ist ein Schreibfehler von mir. Das wird jetzt auf jeden Fall erkannt von dem Komplementsystem. Und jetzt gehen wir mal kurz die gesamte Reihe durch. Das meistens brauchen wir da ein bisschen mehr für. Und wir sind nicht sehr einfallsreich. Wir haben das C1 genannt. C1, weil meistens ist es auf Englisch. Das heißt Komplementsystem, Protein 1. Dann 2, 3, 4, fuck. Ah, stimmt. Da oben ist die Nummer 4, weil meistens haben wir das auch irgendwie anders, nicht so ganz der Reihenfolge nach gefunden. Die 5 geht dann endlich mal in die Zelle rein und dann haben wir noch so 5, 6, 7, 8 hinterher. Ist alles noch ein bisschen langweilig. Was dann aber passiert ist, dann kommt die Nummer 9 und die Nummer 9, die ist richtig gut. Die macht einfach wumm, bam, rein, weg. Was passiert dann? Die reißt ein riesen Loch in die Zelle. Das ist so richtig, richtig riesengroß. Da schwimmt da ganz viel Wasser ein und klein, groß, größer, schwillt an und weg, bam, bumm, wack. Explodiert, Zelle tot, vorbei. Das ist eine Methode, wie das Immunsystem unsere Zellen tötet. Die Frage ist jetzt, habe ich mir das ausgedacht? Oder nicht? Und ich bin echt positiv überrascht, dass viele von euch das wirklich echt von Fake unterscheiden können. Es läuft wirklich so ab und das heißt Membrane Attack Complex. Wir sind meistens nicht sehr kreativ in Namensgebung. Und da sieht man auch, warum die meiste Sprache, die wir nutzen, Englisch ist. Denn das deutsche Wort dazu, Membranattackierkomplex, ist ein bisschen lang und hört sich ehrlich gesagt auch nicht ganz so schön an. Das Immunsystem hat nicht nur sehr schöne Wege, die Zellen zu töten, sondern manchmal, wenn es wirklich hart ran muss, dann ballert das einfach alles drauf, was es hat und nützt einfach das schöne, nette Wasser, was in die Zellen reinströmt und die richtig schön zum Explodieren bringt. Das wurde sehr, sehr früh erfunden und angefangen hat er sogar schon mit Paul Ehrlich, Nobelpreisträger 1900 und ich weiß es nicht mehr ganz genau. 1908? Okay, 1908 hat er einen Nobelpreis bekommen, nicht direkt dafür, aber er hat die ersten Bausteine davon erkannt. Es ist ein sehr altes System und wird auch häufiger als nur im Immunsystem gebraucht. Dankeschön.